herzlich begrüßen möchte ich noch einmal die Schüler und Schülerinnen des Borg 3. Und ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Ihnen für Ihr Engagement und dass Sie nicht tatenlos zusehen, dass eine von Ihnen, eine Mitschülerin von Ihnen, einfach rausgerissen wird aus ihrer Mitte und abgeschoben wird. Zu Herrn Wilimski nur ganz kurz. Herr Wilimski, uns ist allen bekannt, dass das Aufenthaltsrecht und Staatsbürgerschaften bei Ihnen und bei Ihrer FPK ja über volle Taschen abgewickelt werden. Da zählt ja weder humanitäres Aufenthaltsrecht noch Asyl. Man muss nur diesen hier haben, dann wird man in Kärnten sehr schnell eingebürgert. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Im April 2009 wurde ein afghanischer Vater gemeinsam mit seinen 3 minderjährigen Kindern im Alter von 4, 7 und 10 Jahren in Schubhaft genommen. Die Situation war der Situation der Familie Komani erstaunlich ähnlich. Die Mutter lag schwer krank im Spital. Das hinderte die Behörden nicht und die Oberbehörde, Frau Innenministerin, nicht, diesen Mann und diese Kinder im Alter von 4, 7 und 10 Jahren in Schubhaft zu nehmen. Die Frau Ministerin hat auf eine grüne Anfrage hin daraufhin gesagt, ich zitiere, Kinder unter 14 werden nicht in Schubhaft genommen. Konfrontiert mit dem konkreten Fall der Familie aus dem Schubhaftbescheid, der auch an die Kinder adressiert war, die faktisch in Schubhaft genommen wurden, hat sie dann geantwortet auf die Frage, wie das sein kann. Ich zitiere wieder wortwörtlich, diese Kinder sind nicht in Schubhaft, sie begleiten nur ihren Vater dorthin. Ja, geht's noch zynischer, muss man sagen. Geht's noch zynischer, wo die Innenministerin die österreichische Polizei angeblich zur größten Menschenrechtsorganisation des Landes machen will, so etwas sagt. Zynisch, Kinder in Schubhaft, 5-monatige Säuglinge werden abgeschoben, die Minister putzt sich entweder an der Fremdenpolizei ab, die übrigens ihr gegenüber weisungsgebunden ist, oder sie putzt sich an einem Magistrat ab und versucht, die politische Verantwortung, die sie hat als Ressortleiterin, einfach abzustreifen. Sehr geehrte Damen und Herren, allein im Jahr 2008 waren über 180 Minderjährige in Schubhaft. Das sind nicht Zahlen der Grünen, das sind Zahlen, ganz offizielle Zahlen des Innenministeriums. Über 180 Kinder und Jugendliche, wobei die Ministerin ja verleugnet, dass unter 14-Jährige überhaupt in Schubhaft genommen werden. Was man von ihren Informationen und von ihren Ansagen zu halten hat, hat der Fall Komani, der Familie Komani, sehr deutlich gezeigt. Wir haben inzwischen eine Situation, dass Gymnasiastinnen mitten in ihrer Klasse festgenommen werden sollen. Ein 14-jähriges Mädchen, gleich von 5 fremden Polizisten besucht in der Schule, Und dem Direktor und den Lehrern und Lehrerinnen möchte ich auch an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass sie bei dieser beschämenden Abschiebepolitik nicht mitgemacht haben. Einen der wichtigsten Sätze zu dieser Debatte hat der abgeschobene Herr Komani selber gesagt. Er hat nämlich gesagt, irgendwo muss ein Fehler passiert sein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, irgendwo ist ein ganz schrecklicher Fehler passiert. Wenn SPÖ und ÖVP glauben, dass sie die FPÖ rechts überholen können, dass sie genau diese Gesetze machen, die sie gemacht haben, die FPÖ verlangt hat. Genau an diesem Punkt ist ein ganz schrecklicher Fehler passiert. Und diesen Fehler muss man endlich sanieren. Diesen Fehler muss man endlich rückgängig machen, damit nicht mehr Säuglinge, die Kinder von österreichischen Staatsbürgern sind, abgeschoben werden, damit Gymnasiastinnen nicht vor ihrer gesamten Klassengemeinschaft festgenommen werden, damit diese Schande aufhört. Frau Innenministerin, treten Sie endlich zurück und machen Sie den Weg frei für eine Menschenrechtspolitik und eine Asylpolitik, die den Namen auch wirklich verdient.